Ja, liebe Leute, herzlich willkommen mal wieder zu den Baufrum24 Werkzeug-News-Ausgabe. Leser, helfen Sie mir. 42. Und heute geht es um Motorsägen und wir zeigen euch in dieser Sendung die billigste Benzin-Motorsäge auf Amazon. Nämlich, was haben wir bezahlt? 79 Euro. Richtig. Und es ist eigentlich noch krasser, weil zwischendurch habe ich diese Demon-Motorsäge sogar mal gesehen, so im Bereich von 70 Euro schon. Generell Benzin-Motorsäge kannst du natürlich immer ganz gut gebrauchen, wenn du mal so ein bisschen Selbstwerbung im Wald machen willst oder ne, Brennholz, Kaminholz schneiden willst, zuschneiden willst für den eigenen Bedarf. Ja, und da kann man natürlich auf die guten und bewährten Marken setzen, wie zum Beispiel Stihl, Husqvarna, Dolmer oder auch Makita. Makita, ne? Ja. Makita hat ja Dolmer übernommen vor ein paar Jahren. Wir haben auch einiges zur Auswahl hier bei uns hinten auf der Werkbank, denn die Burschen haben wir bereits alle schon mal getestet und den Ausdauertest mit allen Akkusägen und auch Vergleich mit der Benzinersäge seht ihr am Sonntag in den Werkzeugnews 18:30. So, wir haben uns aber gedacht, wir gucken einfach mal, was kannst du bekommen für 70 bis 80 Euro. Und sind bei der Demon gelandet. Eigentlich soll man ja denken, dass man für 79 Euro gar keine Kettensäge bekommen kann. Zumindest nichts Ernsthaftes. Denn als Vergleich, eine Stihl MS-181, die wir hier haben, im 30er Schwert, die liegt so bei, wie viel, 350 Euro? Ja, das passt ziemlich gut, ja. Die Stihl MS-181 ist eigentlich so die Einsteigerserie. Es gibt noch eine Stihl MS-170, da fängt es dann wirklich bei Stihl an und da liegt man dann, ich glaube es ist aber 170, 180 Euro. Mhm. Das ist von Stihl so der Versuch, wirklich mal nach unten das Portfolio aufzumachen für den ja, Hobby-Anwender, der wirklich Kaminholz sägt, aber nicht jetzt für den Waldarbeiter. Ich habe die Sägen von Stihl zusammen mit den Husqvarna, wie zum Beispiel der 55 XP im Hintergrund, bereits verwendet, als ich meinen Kettensägenschein gemacht habe. Das ist eine zweiteilige Serie, die verlinken wir euch gerade nochmal oben. Ist ganz interessant, wenn ihr mal so ein bisschen Basics kennenlernen wollt und zum Beispiel einen Feldschnitt zu machen. Also ich bin quasi diplomiert und könnte jetzt in den Wald und Selbstwerb machen. Also Selbstwerb heißt dann auch fällen oder nur liegende Stämme zusägen? Ja, ich könnte fällen, meine ich, bis 25 cm Stammdicke, okay, was natürlich nicht viel ist. Aber wenn du jetzt in den Wald gehst zum Selbstwerben, dann ist es, glaube ich, eher in der Regel so, dass du das liegende Holz da rausholst. Ist auch mal ganz wichtig zu wissen, wann das Zug und wann das Druckholz. Ne? Das ist ja, glaube ich, dann auch diese Quintessenz, die man ja auch dann lernt beim Kettensägenführerschein, oder? Genau. Weil dementsprechend kommt es ja darauf an, wie du an das Holz rangehst. Ja. Ne? Wir werden auf jeden Fall im Laufe des kleinen Tests hier nochmal einen Vergleich machen, was die Demon bringt und was so eine Stihl bringt. Ne? Vielleicht auch sogar Akkusäge. Ja. Ne? Generell nochmal zu der Säge. Die Demon kommt mit einer Anleitung, die in Polnisch ist. Es gab keine englische Anleitung, keine deutsche Anleitung. Ich habe im Netz von einer größeren Demon eine deutsche Anleitung gesehen. Die war relativ ausführlich, auch gar nicht so schlecht. Mhm. Aber bei der hier haben wir ein paar Fragezeichen, was jetzt das Polnisch anbelangt. Ne? Auf jeden Fall. Gut, da würde ich aber vielleicht sogar noch mal sagen, für 79 Euro kannst du da ein Auge zudrücken. Denn ja, man weiß ja ungefähr, wie eine Kettensäge funktioniert, wie sie aufgebaut ist. Das Interessante bei diesen ganzen billigen Kettensägen, die meisten kommen ja aus China, das sind oft Zenoa-Nachbauten. Zenoa gehört zum Komatsu-Konzern, denn es gibt ja so ein paar Hersteller, Stihl, Husqvarna, dann gibt es Dolmer, sprich Makita. Dann gibt es natürlich auch ein paar Zweitmarken, wie zum Beispiel McCulloch, das gehört zu Husqvarna, ist also mehr so Low-Budget-Segment, Einstiegssegment, aber dahinter verstecken sich Husqvarna-Sägen. Ja, und bei der guten alten China-Säge, da fragt man sich, wer da wohl Pate stand. Oftmals sind das die Stihlsägen. Es gibt sogar China-Sägen, die nahezu 1:1 Kopien von Stihlsägen sind, zumindest im äußerlichen Erscheinungsbild. Es gibt auch immer wieder mal Meldungen, wo man hört, dass CE-Zertifizierungen von diesen Sägen ungültig sind und dann müssen die vom Markt genommen werden, vom Importeur. Letztendlich wird es in China nicht so viele Kettensägenhersteller geben, aber es gibt natürlich viele, die dann umgelabelt sind, denn letztendlich kann, oder wir können uns hier als Importeur betätigen, mhm, nehmen, was weiß ich, 500 Stück oder 1000 Stück ab, dann kriegen wir da schon ein Label drauf und dann passt das. Aber wenn du dir überlegst, die Säge hier kostet 79 Euro inklusive Umsatzsteuer, ja,
ja, was kostet die für den Importeur, ne? Erster Eindruck, als wir es ausgepackt haben, du erwartest natürlich für den Preis eigentlich nicht viel. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ja, schon. Ich bin schon mit der ähnlichen Haltung auch da rangegangen und dann mal zu gucken, was einer erwartet. Ist ja wie so ein kleines Überraschungsei. Und ja, die Maschine war halt anfangs zerlegt, also das Schwert war demontiert. Ich finde auch, dass die Säge so mal gar keinen schlechten Eindruck macht. Man sieht natürlich hier im Kunststoff, das ist nicht sauber entgratet. Hier der Griff, ne, das ist gummiert. Nein. Allerdings hier mit so einem Noppenmuster. Ja, das liegt eigentlich ordentlich in der Hand. Was auch auffällt, dass das Ganze hier schwingend gelagert ist. Mhm. Das ist ja, also aber bei Markenherstellern sowieso Standard, ansonsten fallen ja die Finger ab. Tatsächlich waren die ganz alten Motorsägen ja, hatten überhaupt gar keine Schwingungsdämpfung. Ne? Da hattest du ordentlich wirklich Jucken in den Finger. Da gibt es so eine Krankheit, wie heißt die denn nochmal? Weißfinger-Krankheit. Weißfinger, ja, genau. Ich auch früher, hast du auch bei den Rüttelplatten ja auch ganz, oder bei den Verdichtern. Ja, ich habe auch früher auf dem Bau gearbeitet und da habe ich wirklich mit dem Presslufthammer gearbeitet. Ja. Das ist ja schon ewig her. Und da hatte ich am Abend, so ein Jucken in den Fingern, du hast gar nichts mehr gemerkt. Das Schlimme ist nur, nach 2-3 Tagen gewöhnst du dich dran. Aber es ist nicht gut. Was mich aber hier interessiert, weil das ja auch mal, gerade bei den Schwingungsdämpfern, bei Stiel ist es ja auch so, dass du die einzelnen Dämpfer ja auch mal wieder austauschen kannst. Sprich, du hast Ersatzteile, du hast einen Ersatzteilvorrat ja vorhanden bei Stiel, wobei ich mir jetzt hier, glaube ich, nicht ganz sicher bin. Wo man da melden sollte, wenn halt Verschleißteile, wie diese Gummipuffer halt mal verschlissen. Generell auch mit der Schiene, Kette, das sind halt auch alles so Zubehörsachen oder auch Ritzel, die mit der Zeit ja auch kaputt gehen und die ja auch ersetzt werden müssen, wie man da halt rankommt. Wichtig ist natürlich auch noch eine CE-Kennzeichnung, die haben wir hier. Damit ist zumindest vom Label erstmal alles tutti. Ansonsten Verarbeitung, ja, ist, finde ich, gar nicht so schlecht. Ja, Kette ist dabei, ist eine Halbmeißelkette. Was ja immer schön ist, wenn hier auch Professional draufsteht. Im Prinzip kannst du ja sagen, wenn Professional draufsteht, ist schon mal erstmal recht nicht Professional. Weil bei Stiel wird nie Professional draufstehen. Das ist einfach so. Ansonsten Bedienelemente wirft eigentlich auch keine Fragen auf. Hier ist Sprit mit so einem Schauglas. Hier vorne ist Kettenöl. Ist ja auch verliersicher. Ja. Oh. Oh, doch. Ja. Aber immerhin dran gedacht. Dann haben wir hier einen Ausschalter für die Zündung. Hier haben wir den Choke auch gekoppelt mit dem Gasgebeschalter. Das heißt, wenn ich jetzt Gas gebe, dann geht der Choke zurück. Choke vielleicht noch für die Leute, die jetzt gar nicht so im Kettensägen-Thema sind. Das ist eine Drosselklappe im Prinzip in der Ansaugung. Das heißt, du minimierst die Frischluftzufuhr und dadurch wird das Gemisch fetter. Warum machst du das? Weil ein kalter Motor, da kondensiert das Kraftstoff-Luft-Gemisch an den Zylinderwänden und damit hast du nicht so viel zündwilliges Gemisch im Brennraum. Da musst du das halt anfetten. Es gibt aber auch herkömmliche Motorsägen von Stiel oder Husqvarna, die, meine ich, auch eine elektronische Gemischaufbereitung haben. Da hast du auch, glaube ich, keinen Choke mehr. Da bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Und bei den Akkusägen natürlich. Akkusäge hast du auch keinen Choke. Ne? Da musst du nur gucken, dass der Akku voll ist. Jo, dann haben wir hier noch was. Luftfilter. Das ist nämlich genau die Abdeckung vom Luftfilter. Die drehen wir mal auf. So. Ui. Den kannst du zumindest schon mal verlieren. Junge, so, ja. Da sitzt der Luftfilter. Und hier die Zündkerze. Eine LD-Zündkerze. Ah, kenne ich ja, auch. Ja, einen Bekannten. So. Als Vergleich nochmal, wenn wir jetzt mal billig gegen Marke hier sehen. Hier haben wir die MS-181, hier hast du gar keinen Drehknopf oder gar keine Schraube hier oben. Den drückst du hier und jetzt kannst du das komplett abmachen. Jetzt hast du auch ein bisschen mehr Platz zum Rödeln hier. Den Luftfilter hier kannst du auch einfach abmachen. Ja, das wirkt alles ein bisschen schöner. Und durchdachter vor allem. Und durchdachter, klar. Aber gerade dieser Schnellverschluss, das ist, müsste ich jetzt aus dem Kopf sagen, glaube ich, der Unterschied von der 180 zu 181. Ne? Thema Kettenspannung, da musst du natürlich ab und zu mal dran. Hier kannst du dann die Schiene lösen und die Kettenspannung selber kannst du dann hier justieren. Das ist so ein bisschen fummeliger als Vergleich jetzt mal den Stiel. Da kannst du die Kettenspannung auch hier von der Seite lösen, da bist du nicht so schnell an der Kette dran. Ja, und generell haben wir natürlich auch hier eine Kettenbremse. Das ist ja im Prinzip auch vorgeschrieben. Es sei denn, wenn wir keine Kettenbremse hätten, dann müssten wir hier einen Schutz haben vor dem Stern. Der Rückschlag passiert ja vor allen Dingen, wenn du hier mit Stechschnitte machst. Als Vergleich haben wir hier nochmal so eine kleine Bosch-Akku-Kettensäge. Grüne Serie, also nichts Dolles.
Und da haben die sich das einfach gemacht. Du hast hier keine Kettenbremse und dafür hast du dann hier diesen Schutz, dass du gar keine Stechschnitte machen kannst. Ne? Die ganze Garnitur, Kette und Schiene ist jetzt offensichtlich nicht irgendwie was von der Marke. Interessant finde ich zum Beispiel, wir haben eine Low-Budget-Säge von Güde. Da ist eine komplette Oregon-Garnitur drauf, also schon Markenqualität. Auch unsere eine Akku-Kettensäge kommt mit einer Oregon-Schneidgarnitur. Aber ich würde sagen, sollen wir nochmal aufmachen hier. So, was wir jetzt hier sehen, hier ist quasi die Kettenbremse drin. Hier ist das Bremsband und das legt sich dann in die Kupplungsglocke hier und bremst die Säge dann sofort ab. Bei der Stiel haben wir nämlich... Da hast du jetzt eine innenliegende Kupplung. Was man hier schon mal sieht, das geht alles etwas einfacher. Und hier sehen wir jetzt eine innenliegende Kupplung. Das heißt, wir haben jetzt sofort den Zugriff auf das Ritzel. Macht die Wartung natürlich etwas einfacher. Ne? Auch wenn man jetzt den Schutz wieder aufsetzt. Ja. Geht etwas einfacher bei der Stiel. Ja, interessant ist natürlich auch noch, wenn du zum Beispiel deine Sägekette mal wechselst. Haben wir auch im Kettensägenkurs schon gelernt. Dann drehst du das Schwert einfach mal. Dazu muss aber auch die Ölzufuhr für die Kettenschmierung vorhanden sein. Auf beiden Seiten ist aber hier auch der Fall. Es ist auch schon ein bisschen ölig, frage ich mich gerade warum, weil hier ist ja noch gar nichts drauf. Ne? Ja. Vielleicht, ob das von der Kette noch kommt, wahrscheinlich. So, dann haben wir hier noch den Kettenfangbolzen. Also wenn jetzt die Kette zum Beispiel mal reißt, dass du die nicht sofort hier irgendwie an den Finger hast. Und was man hier auch noch sieht, du hast zumindest hier so einen Handschutz hier unten. Von daher, das passt soweit. Und wir haben ja noch hier unten noch so eine Einstellschraube für das Kettenöl, ne? Genau, für die Ölpumpe, wie viel Schmierung an die Kette kommt. Das darf natürlich nicht zu viel sein, aber nicht zu wenig. Muss man natürlich aufpassen. Gucken wir aber gleich mal, ob wir sehen, dass hier auch Öl gefördert wird. Ich bin aber auch noch mal gespannt, weil die Diemen ist angegeben für eine Mischung von 1 zu 25. Wir benutzen hier aber Alkylatbenzin oder ich glaube, ich habe das richtig ausgesprochen. Also dieser spezielle Sprit kennt man auch als Stiel-Moto-Mix oder Espen. Ja, ist im Prinzip nahezu das Gleiche. Sind halt synthetische Öle drin. Die Profis, die ich bisher gesprochen habe, die arbeiten alle eigentlich mit diesem Sprit, weil es qualmt weniger. Es ist umweltfreundlicher, auch für den Bediener. Das ist manchmal so aufwendig, weil du musst nicht mehr Sprit anmischen, nichts mehr. Ja gut, das Anmischen finde ich gar nicht so, aber du hast einen großen Vorteil, weil es entmischt sich nicht, weil wenn du ein normales Zweitaktgemisch jetzt mischt, irgendwann entmischt sich das wieder mit der Zeit. Ja. Gerade wenn die Sägen mal ein halbes Jahr oder ein Jahr vielleicht sogar nicht in Betrieb sind. Und der Espensprit, der ist relativ lange haltbar. 5 Jahre. Und lange Rede, kurzer Sinn. Viele sagen, dass man im Prinzip so eine 1,25er Säge, die ja eigentlich veraltet ist, wenn die neuen Sägen laufen alle eigentlich mit 1:50, dass man die auch ohne Bedenken eigentlich mit Espen laufen lassen kann. Bei Espen selber auf den Kanistern oder auch beim Motomix, weiß ich nicht, steht sogar drauf, geeignet für alle Sägen von 1:10 bis 1:100. Ne? Mhm. Also one for all. Es kann sein, dass die Säge hier jetzt dann vielleicht etwas fetter abgestimmt werden muss. Wir haben natürlich auch hier 2 Stellschrauben für Gemisch und für Standgas, aber da gucken wir einfach mal. Ne? Da würde ich sagen, lassen wir die Säge jetzt mal ein bisschen sägen, aber dazu ziehen wir uns erstmal um. So Leute, hasta la vista, wir haben die Diemen jetzt mal quasi gepreppt für unseren Vergleich. Ne? Der Name ist natürlich schon Programm. Auf jeden Fall. Ich hoffe, du hast schon ordentlich Respekt vor dem Dämon mit der Kettensäge, mit der Sägekette. Mit 2 kW. Und genau, 2 kW, Kettenöl drauf, wir haben den Sprit drauf und wir sind auch schick angezogen. Alles, wie sich das genau, gehört. Richtig, ne? Schick, ne? Richtig auffällig jetzt so. Ja, ja, damit du mich nicht übersiehst. Ne? Wir machen jetzt erstmal die Diemen, dann machen wir nochmal den Vergleich mit der Stiel 181 und dann lassen wir auch nochmal das Elektropferdchen hier laufen, die Milwaukee. Und die Milwaukee, die seht ihr nochmal speziell in unserem Akkukettensägenvergleich am Sonntag. Jo. Also, lass mal los. So vor der Nacht, Stunde der Wahrheit kommt, Betriebsmittel sind drauf, Kettenöl, Sprit und jetzt gucken wir mal, ob wir das Baby auch anbekommen. Bin gespannt. Oh, ich komme mit dem Fuß hier gar nicht rein. Das ist schon mal lustig. Standgas ist verdammt hoch.
Gasannahme war gut und die Ölpumpe, die ist nicht vorgefüllt. Das heißt, wir lassen die gleich noch mal ein bisschen laufen, damit hier in die Schiene auch Kettenöl kommt. Und dann sehen wir weiter. Ne? Ja, aber Trockenfahren wäre nicht Trockenfahren wär doof, ne? Jetzt haben wir ein bisschen gewartet, so rund 5 Minuten. Jetzt versuchen wir, die wieder anzureißen. Mal gucken, ob die direkt wieder anzieht. Perfekt. Ölpumpe läuft auf jeden Fall. Aber die sifft ganz schön, weil man sieht jetzt auch, dass das Öl hier schön raustropft. Wir können natürlich die Dosierung der Ölpumpe hier noch justieren. Vielleicht müssten wir da noch ein bisschen nachhelfen. So, Ölpumpe noch ein bisschen justiert. Mal gucken, ob der jetzt weniger sifft. Schmierung ist auf jeden Fall momentan mehr als ausreichend. Was ist das denn? Jo, die Kette hat sich ganz schön gelenkt. Die müssten wir jetzt mal auf jeden Fall nachspannen. So, Freunde der Nacht, wir machen jetzt mal unseren Vergleich. Die Demon gegen die Stihl MS-181. Das heißt, wir haben hier 2,2 kW, 3 PS gegen 2 kW. Richtig. Das heißt, die Stihl ist etwas im Nachteil von den technischen Daten. Ansonsten, Schneidgarnitur sind bei beiden neu. Problem ist nur, was wir hier haben, wenn wir wollen ja mal einen Dogfight machen, dass wir hier nicht ganz ausgewogen sind. Zum einen hat die Stihl eine kürzere Schiene. Du hast wie viel? 30er? 30er, richtig. Ich habe dagegen eine 38er Schiene. Heißt aber auch, ist anspruchsvoller für die Säge. Und der Stamm, den wir haben, der ist nicht ganz gleich. Ich würde sagen, wir machen mal jeder 3 Schnitte auf Zeit. Okay. Theoretisch müsstest du schneller sein. Wir gucken mal. Ja? Ausmachen. So, jetzt machen wir noch ein zweites Rennen. Jetzt machen wir noch einen zweiten Dogfight, nämlich die Demon 2,2 kW gegen die Milwaukee Elektro. Die Milwaukee haben wir euch schon mal gezeigt, die hat auch so um die 2 kW. Ordentliche Säge werdet ihr noch sehen am Sonntag in unserem Akkusägen-Special. Wir lassen das Baby schon mal anlaufen. Man muss allerdings dazu sagen, du hast die Säge ja schon im Ausdauertest gehabt, das heißt, ja, stimmt. Ja, die Kette ist natürlich auch schon ein bisschen Bearbeitung jetzt gewesen, klar. Ja, Kette ist jetzt nicht mehr ganz frisch. Das könnte zum Nachteil sein, aber wir wollen einfach mal unseren Eindruck kriegen. Ne? Richtig. Ja. Okay. Und ja, durchmessermäßig komme ich so langsam hier auf deine Ebene. Das heißt, du bist noch etwas im Vorteil. Ob das jetzt zum Vorteil wird, sehen wir gleich. Ja, wir gucken einfach mal. Ich bin gespannt. Ready, steady, go, wa? Ja, Leute, ich denke mal, sehr aufschlussreich. Ich würde sagen, wir gehen noch mal in die Werkstatt. Ja, Leute, die Demon, die billigste Motorsäge auf Amazon, die wir gefunden haben. 70 bis 80 Euro. Preis wechselt so ein bisschen. Aber guckt unten in die Beschreibung, da verlinken wir euch ein paar Kandidaten. Machen wir, wechselt das auch je nach Verfügbarkeit. Die Frage ist natürlich jetzt, kann man das empfehlen? Würdest du dir das kaufen? Würdet ihr euch das kaufen? Also für den Gelegenheitsanwender, also für den Hausgebrauch. Was heißt Hausgebrauch, ist übertrieben, aber für die Leute, die halt der jetzt nicht immer regelmäßig Holz machen oder nur einmal im Jahr Holz machen, denke ich, ist das schon eine Alternative. Meine Meinung ist, ich würde sie mir, glaube ich, nicht kaufen. Und zwar aus folgendem Grund. Weil wir hatten das neulich noch bei den Parkside-Geräten mit der Verfügbarkeit der Akkus. Und bei einer Motorsäge sind wir noch ganz anders unterwegs von der Komplexität. Da haben wir Vergaser, da haben wir diese Gummis für die Vibrationsdämpfung etc. pp., Luftfilter und so weiter.
Ich weiß nicht, ob das so gut ist oder ob man sich dann nicht auf Dauer so ein bisschen Frust mit reinhandelt. Mhm. Überrascht hat uns auf jeden Fall die Performance, habt ihr ja gesehen, hat die ordentlich durchgezogen. Was mich hier auch überrascht hat, war, dass die Vibration auch gar nicht krass war oder so. Also die Dämpfung war in Ordnung. War in Ordnung, ja. Auch Startverhalten, hast du ja auch gesehen. Wir hatten die Säge kalt gestartet, wir hatten sie heiß gestartet. Die sprang eigentlich auch sofort an. Ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass die deutlich zu fett oder zu mager lief. Mhm. Da könnte man vielleicht noch ein bisschen optimieren. Ja, aber gut, das ist halt auch immer, musst du bei der Speeder, bei der Husqvarna halt auch mal machen. Ne? Du musst, ja. musst dein Setup genau finden, wie die Ölung am besten passt für die Kette, Vergaseeinstellung, Leerlaufeinstellung. Aber das sind ja auch überall die Einstellmöglichkeiten. Das ist dann einfach mit der Zeit. Aber gerade wenn du ums Haus mal so ein bisschen Kaminholz machst oder mal einen Baum umlegen, da würde ich dann eher zu sowas greifen. Hier zum Beispiel eine Makita, das ist ja eine Dolma, eine 3200. Die ist eigentlich ganz ordentlich, da habe ich auch schon ein bisschen mal was mitgemacht. Oder du holst dir so eine Husqvarna 135 oder auch die Stihl 170 oder die 180er. Wenn du ein bisschen mehr Leistung haben möchtest. Ne? Aber was wir euch natürlich auch jetzt gezeigt haben, ist, was dieses Biest hier durchzieht, und das werden wir euch am Sonntag eben nochmal komplett vorstellen. Und da ist ja die Frage, ob das auch quasi alle anderen Sägen hier versägt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich war ja bereits bei Milwaukee und habe die Säge mal gegen eine Stihl, ich glaube, das war eine 170er laufen lassen, und gegen eine DeWalt, ich weiß nicht, was da sonst noch dabei war. Und da gab es viele Stimmen unter dem Video, die sagten, naja, das ist Fake und so weiter. Aber wir haben euch jetzt ja wirklich auch nochmal live gezeigt, dass die Milwaukee sogar annähernd mit der Demon mithalten kann. Und ja, stimmt, mit einer 3-PS-Säge, ne? Mit einer 3-PS-Säge, die gut durchgezogen ist. Und ich würde vermuten, dass, wenn du nicht zweimal zu ehrgeizig gewesen wärst, ja, dann wäre das zumindest Gleichstand gewesen. Ja. Ne? Wenn nicht sogar vielleicht noch einen Hauch vorne. Ja, in diesem Sinne mal wieder eure Meinung zu dem Test, eure Eindrücke. Und vor allen Dingen, würdet ihr so eine billige Motorsäge für 70, 80 Euro kaufen oder dann doch vielleicht ein bisschen mehr ausgeben. Hashtag Motorsäge unter das Video. Und ich würde sagen, unter allen verlosen wir was? Verlosen wir was? Das ist die Frage. Wir haben ja hier nicht gerade so viele Kettensägen. Deshalb würde ich sagen, gibt sie Demon für euch aus prominentem Vorbesitz an Abholer. Ne? An Abholer, okay. Perfekt. Ja, oder würden wir die auch verpacken? Originalkarton haben wir noch. Haben wir noch? Ja. Okay, dann innerhalb Deutschlands würden wir die auch versenden. Ne? In diesem Sinne, macht's gut und dran denken, Sonntag 18.30 Uhr. Und damit ihr das nicht vergesst, ne, am besten nochmal abonnieren, Glocke drücken und so weiter. Ne? In diesem Sinne, tschüss und bis dann.